Ja, meine Damen und Herren, wir haben heute im Ausschuss wieder zwei interessante Zeugen, einen weiteren Abteilungsleiter, der uns in der Tat über die bisher vom Untersuchungsausschuss auch untersuchten Projekte weiterhin Auskunft geben kann. Abteilungsleiter bedeutet, er ist auf einer höheren Ebene angesiedelt. Wir gehen ja von unten nach oben vor und wir kriegen durch solche Zeugen natürlich auch so etwas wie das große Bild hin. Das bedeutet, wir erfahren hoffentlich etwas über die Motivationen, die der Nachrichtendienst hatte, unser Nachrichtendienst hatte für solche Kooperationen, was er dafür bekommen hat und was er dafür geben musste. Das steht im Vordergrund. Wir haben als zweiten Zeugen einen sogenannten G10-Juristen des Bundesnachrichtendienstes. Es ist der aktuelle G10-Jurist des Bundesnachrichtendienstes. Wir hatten ja bereits schon seinen Vorgänger als Zeugen befragt. Und hier wird es im Wesentlichen natürlich auch um Fragen gehen, inwieweit die Rechtsgrundlagen für die Arbeit unserer Nachrichtendienste in einer Weise angewandt worden sind, die auch sich im Rahmen dessen bewegen, was wir sozusagen für zulässig erachten, oder ob es nicht an der einen oder anderen Stelle Überinterpretationen gab. Das ist für unsere Arbeit insgesamt wichtig, weil die Frage, ob wir die Rechtsgrundlagen in irgendeiner Form verändern müssen, reformieren müssen, eine der zentralen Fragen der Arbeit unseres Untersuchungsausschusses ist. Ich denke mal, das wäre jetzt erstmal so ein Einleitungsstatement, wenn Sie. Welche Rolle spielt für Sie jetzt dieses dritte Projekt, was eben im Kontext jetzt eben genannt wurde, GCHQ oder anderer britischer Dienst? Wie wichtig ist das, dieses Projekt auch mit zu untersuchen? Die Bundesregierung scheint sich ja doch etwas nachhaltiger zu sperren. Wir sind zunächst einmal sehr froh, dass wir mit der Bundesregierung als Untersuchungsausschuss jetzt ein Verfahren vereinbart haben, das dazu führt, dass wir als Untersuchungsausschuss Informationen bekommen, die wir brauchen, um dieses Projekt, um gegebenenfalls auch weitere Projekte beurteilen zu können. Dieses Verfahren ist jetzt am Laufen. Es werden Unterlagen zur Verfügung gestellt und wir als Obleute sind jetzt damit beschäftigt, das umfassend auszuwerten, zu bewerten, und dann werden wir unsere Anstrengungen sehr zeitnah darauf richten, dass wir all das, was wir dort so an Material bekommen, auch zum Gegenstand der Verhandlungen hier im Untersuchungsausschuss selber machen. Das sind weitere Gespräche, die wir führen müssen mit der Bundesregierung. Die Bundesregierung wiederum spricht sehr intensiv mit dem anderen Partner. Und ich denke mal, das ist der richtige Weg, den wir hier gehen. Vielen Dank. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Wir haben nach gut einem Jahr Untersuchungsausschuss eine Vielzahl von Zeugen gehört, eine Vielzahl von Beweisen erhoben und Akten gesichtet. Wir nehmen unsere Aufgabe sehr ernst und gehen den aufgeworfenen Fragen da auch sehr gründlich nach. Wir werden heute im Anschluss an die Zeugenvernehmung von letzter Woche nochmal einen Abteilungsleiter aus dem BND hören, jemand, der die Projekte, die wir untersuchen, von Anfang bis Ende, so wie wir meinen, begleitet haben, der uns viel zur Intention der Zusammenarbeit zum Zustandekommen, aber auch zur Beendigung der Projekte sagen kann. Und im Anschluss werden wir einen Zeugen hören, der als Mitarbeiter für rechtliche Fragen nach dem G10-Gesetz, aber auch insgesamt für die Maßnahmen des BND, für die Tätigkeit des BND zuständig ist, und werden mit ihm in einer Tiefe rechtliche Fragen erörtern, die sich bereits aus Sachverständigenanhörungen, aber auch aus der Vernahme anderer Zeugen ergeben haben. Wir erhoffen uns daraus dann auch Anhaltspunkte für den dritten Punkt unseres Untersuchungsgegenstandes, nämlich in welcher Weise Verbesserungen vielleicht auch an den Gesetzen des Bundesnachrichtendienstes erforderlich sind, beziehungsweise welche Maßnahmen wir umsetzen möchten aus der Erfahrung des Untersuchungsausschusses. Und ist der Fechner, der erste Zeuge, den Sie heute hören, Abteilungsleiter gewesen, als das Projekt EIKONAL beendet wurde? Sie hatten bei der vergangenen Zeugenvernahme ja nachgefragt, ob denn von US-Diensten, sagen wir mal, Selektionskriterien mit eingespeist wurden, die deutsche Wirtschaft mit betreffen. Daraufhin war die Antwort im öffentlichen Teil ja. Erwarten Sie, dass das heute noch einmal zur Sprache kommt? Was erwarten Sie dort von dem Fechner, was er da weiter zur Aufklärung beitragen kann? Die Frage werde ich ihm auch stellen, und dann werden wir die Antwort abwarten. Die kann ich jetzt natürlich noch nicht vorwegnehmen.